Yo, moin Leute, willkommen zu Void of Dust Gaming, eurem Channel für den freshesten Arena of Valor Content und heute mit einem Video aus der Reihe, weil diejenigen, die schnell waren und das gestern um 18 Uhr schon direkt gesehen haben, haben gemerkt, ich habe in dem Silvideo für eure Gameplays, mein Video, gar keinen Sound drin. Ich habe gerade eben ganz kurz mal nachvollzogen, woran es liegt. Es ist eine Einstellung im Aufnahmeprogramm, von der ich gar nicht wusste, dass dies es in irgendeiner Art und Weise beeinflussen würde, dass es möglicherweise dann dazu kommt, dass kein Sound aufgenommen wird. Jetzt bin ich schlauer, das wird mir nie wieder passieren. Ich werde das jetzt direkt mal fixen. Und von daher gibt es heute einfach außerplanmäßig das Replay, was ihr gestern schon vielleicht angeschaut habt, einfach heute nachgelegt, sodass ihr heute ein Video seht und morgen dann direkt nochmal ein neues, um da ein bisschen aufzuholen. Super ärgerlich, weil es war einfach alles schon im Kasten. Ich habe mir gestern Nacht extra die Zeit genommen, das Ganze, oder vorgestern Nacht für gestern die Zeit genommen, das alles aufzunehmen, noch irgendwie nach 12, in so einer Phase, wo es eh gerade schon stressig ist. Meine Tochter ist krank, das heißt, die hat super Betreuung notwendig als kleines Baby mit anderthalb Jahren. Da bleibt wenig Zeit für irgendwelche anderen Sachen. Ich will eigentlich auch noch irgendwelche Texte nebenher schreiben in meinem Nebenjob und komme zu nichts, weil ich einfach gar keinen Nerv mehr dazu habe. Kranke Kinder in dem Alter sind einfach wirklich, ja, die tun einem nur leid, die verstehen gar nicht, was los ist. Und auf der anderen Seite hat man mit denen echt sehr viel Arbeit, weil man natürlich gucken muss, dass man für sie da ist. Und die Nächte sind echt krass. Ich bin teilweise, während meine Freundin noch nicht im Bett ist, vier, fünf, sechs Mal nachts bei ihr drin, bis dann irgendwann mal 11 Uhr fällt und alle ins Bett gehen und ich dann hier noch sitze und meine Aufnahmen mache. Also von daher, es gibt jetzt das Video mit Sil in euer Game oder eure Gameplays, mein Review, also Content von einem anderen Spieler. In diesem Fall ist es der gute Joa auf dem Discord, beziehungsweise Huanson in, glaube mit seinem Main-Account, was dieser Account ist. Ja, natürlich haben viele Leute andere Accounts, also von daher wundert euch nicht. Es ist aber jemand, der, mit dem ich auch immer wieder gerne zusammenzocke. Im Video werdet ihr auch einige Namen kennen von anderen Gamern, die auch hier Replays auf dem Video schon gefeatured bekommen haben. Und es ist jetzt natürlich nicht mehr das Reaction-Video, was ich quasi gemacht habe, weil ich habe das Video jetzt einmal komplett gesehen und habe davor immer nur Teile ja, schon mal gescannt, um zu sehen, wohin sich das Game entwickeln wird. Also von daher ist es jetzt so ein bisschen, ich weiß, was ich mich erwartet. Das nimmt so ein bisschen die Spontanität aus der Sache. Nichtsdestotrotz ist es ein super cooles Beispiel und solche Videos feature ich besonders gerne, weil man einfach sieht, wie sich Spiele entwickeln. Dazu kommen wir aber gleich im Gameplay. Ich spoilere jetzt nicht irgendwelche Inhalte. Aber ja, ist schade. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und teilt das Video in euren Communities und macht auch ein bisschen Werbung dafür. Also wenn ihr ein Video habt, wo ihr sagt, wow, da sieht man total viel coole Sachen. Ich habe total gute Kombos gemacht. Ich habe das Game gecarried oder aber auch, wow, das war ein richtig intensives Match, so wie das jetzt beispielsweise ist, wo richtig viel gelaufen ist, wo beide Teams sich super angestrengt haben und am Ende haben wir es noch irgendwie geholt oder vielleicht auch nicht geholt. Ich habe ja auch einige Matches auf meinem Channel, wo ich sage, Leute, es ist ein Teamplay und es fällt manchmal einfach wirklich schwer, da auch die Nerven zu behalten, wenn das eigene Team komplett abrauscht. Aber trotzdem möchte ich darüber sprechen, weil auch diese Games haben wir ja alle immer wieder. Dann schaut mal in die Videobeschreibung. Unten habe ich einen Discord-Link eingefügt. Da kommt ihr auf meinen Discord-Channel. Und dort könnt ihr mir dann über eine Nachricht oder auch in Discord direkt im Channel einen Link schicken zu YouTube, wo ihr das Video hochgeladen habt. Oder ihr nutzt jetzt beispielsweise wie hier in diesem Beispiel ein File-Sharing-Link über Dropbox oder so und schickt mir das Video zu und ich gucke mir das an und dann mache ich das auch. Ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Leerlauf. Ich hatte letztens, weil ich in zwei Urlauben war, einmal bei meinen Eltern, einmal irgendwie schön in den Niederlanden am Meer, habe ich super viel vorproduziert. So viel habe ich jetzt nicht mehr, also kommt euer Video sogar relativ zeitnah. Und wenn ihr da Bock drauf habt, auf diesem Channel hier mal zu erscheinen, dann schaut doch einfach mal rein und schickt mir das zu. Viel Laberababa, jetzt wollen wir uns das Game anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, ihr habt es noch nicht gesehen und könnt es jetzt in voller Länge mit Audio genießen. Also von daher, bleibt mal dran, holt euch Chips, eine Cola und los geht's. Genau, wir springen voll rein. Gibt keinen Vorlauf hier. 28 Sekunden sind schon gespielt. Und das Gute ist, ich habe jetzt einiges mehr Klarheit, was im Game überhaupt gelaufen ist und wie die Team Composition war. Das war nämlich am Anfang so ein bisschen im Video, was ihr nicht gehört habt, so ein bisschen meine Verwirrung, wo ich gedacht habe, hä, was machen die jetzt eigentlich genau?
Und es sah so ganz random aus, wie wir auch hier reingegangen sind, jetzt hier am Start mit dem First Blood auf Guildur. Und ja, für die Verwirrung, die da entstanden ist, kann ich jetzt auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Also, wir schauen uns mal ganz kurz an, was ist überhaupt Phase, ohne das jetzt zu kommentieren, was jetzt hier direkt passiert ist. Also, wir haben unseren Protagonisten hier im Video im Beobachtermodus. Auch das ist eine Möglichkeit, so könnt ihr mir gerne Videos schicken. Es muss nicht immer in-game nur eure Perspektive sein. Ich finde das sogar sehr spannend jetzt in diesem Match, weil man so ein bisschen auch sieht, wie sich die einzelnen Team-Member so organisieren, wie auch die Zusammenarbeit im Team so läuft. Von daher ganz kurz mal von unten nach oben durchgeflippt. Wir haben unten die Duo-Lane. Auf der Duo-Lane sind auf unserer Teamseite, also das Team, was wir anfeuern, ist einmal eine Wisp mit Annette gegen einen Slims mit einem Gildur. Beide als sehr starke Roaming-Support gespielt. Ihr seht ja hier, Slims und Wisp sind die ganze Zeit alleine. Gildur und Annette sind hier beispielsweise jetzt auch irgendwie gar nicht dort, wo sie sonst sein könnten. Ist aber von der höheren Elo einfach auch ganz normal, dass die Supports eher Roaming sind und eher als zusätzliches Zünglein an der Waage in den Fights funktionieren. Wir haben auf der Midlane Lorian gegen Syl und Syl ist eben hier unser Protagonist. Wir haben im Jungle einmal Quillen auf unserer Seite gegen einen Kricknack auf der Gegnerseite. Und um das ganze Team zu komplettieren, haben wir dann oben noch eine Chi gegen eine Airi. Also Airi auf unserer Seite und Chi auf der Seite des Gegnerteams. Insgesamt, auch hier sieht man beispielsweise jetzt gerade ganz kurz im Bild Never Lucky, auch ein Spieler, der ja immer wieder mal ein Video hier hochlädt. Also von daher fühlt euch eingeladen, gerne mal was zu posten, wenn ihr noch nichts hier auf diesem Channel von euch gesehen habt. Dazu bin ich da. Das mache ich gerne, dass ich hier der Community auch so ein bisschen einen Boost gebe mit meinen 1000 Followern. Und da sehen es immerhin mal paar mehr Leute, als wenn ihr es vielleicht nur über WhatsApp oder so teilt. Vielleicht sehen es auch mehr Leute über WhatsApp, als das bei mir der Fall ist. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Aber vielleicht sehen es ja ein paar Leute, die es sonst nicht gesehen haben. Gibt ja immer so Wellen bei mir auch auf dem Channel, wo mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger passiert. Wir haben auf jeden Fall eine sehr spannende Teamausrichtung hier. Ich würde aktuell sagen, von der Aufstellung des Gegnerteams und wie deren Helden sich so in der Meta machen, dass der Punkt für die Champion-Auswahl eher an das Gegnerteam geht. Ich finde die Kombination, die bei den Gegnern aktuell stattfindet, gerade mit Chi und Lorian stärker, als das hier in unserem Team der Fall ist. Ich habe auch jetzt noch wenig Erfahrung mit Syl auf der Midlane. Das ist etwas, was mir bis jetzt noch nicht wirklich erschlossen geblieben wurde. Ja, seltsamer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich habe, glaube ich, noch nie auf der Midlane gespielt. Von daher auch interessant, mal eine ganz andere Konzeption hier zu sehen. Vielleicht auch für den einen oder anderen, der Syl Jungle Main ist, mal ganz nice zu sehen. Funktioniert Syl im normalen Spiel denn überhaupt oder kann man den eigentlich nur im Jungle picken? Gibt ja auch dann ganz andere Picks wie einen Tuan oder eine Natalia oder auch eine L'Oreal oder so, die man auf der Midlane auch gut picken kann. Und aktuell sieht es jetzt erstmal so aus, dass das gegnerische Team hier sehr stark in Führung gegangen ist. Wenn man sich erstmal nur die Kills anguckt, da sind wir bei einem 5 zu 1. Der Druck ist jetzt schon in den letzten Minuten sehr stark auf der Midlane gewesen. An sich ist aber sehr viel Bewegung in beiden Teams. Also jetzt ist Quillen gerade oben. Chi ist plötzlich in die Mitte geroamt, um hier Minions zu clearen. Dann haben wir jetzt unten ein Dreier-Team von Gegnern gegen Annette und Wisp, die sich hier versuchen, irgendwie frei zu kämpfen und den Turm zu defenden. Und wir haben aber auf jeden Fall auf der Gegnerseite schon mal so einen ungefähren 1,15k Gold-Vorteil, den die Gegner jetzt auch am Anfang ganz lange behalten werden und auch gleich ausbauen können. Also, bislang sieht es sehr gut für die Gegner aus. Jetzt ist hier der erste Verteidigungsturm gefallen. Das sieht man oben in der Leiste, falls ihr euch so ein bisschen orientieren möchtet. Also wir haben oben erstmal, die Gegner haben eines der großen Monster gelegt. Da werden Abyssal Dragons und Darkslayers angezeigt. Dann, also das ist jetzt der Dragon. Das sieht man ja, dahinter kommt der Darkslayer, dann kommen die Türme und dann kommt das Gold. Das ist die Leiste, wie man sie quasi oben liest. Und wir sehen hier, dass das Gegnerteam jetzt mittlerweile mit ungefähr 2K in Führung ist, was ja durchaus schon insgesamt einem ganzen Item
entspricht, je nachdem, wie teuer das Item ist, sogar ein bisschen mehr. Also sie haben hier einen guten Job gemacht und kriegen jetzt hier den zweiten Abgrunddrachen und bauen ihre Führung noch ein bisschen weiter aus, sodass wir jetzt schon bei 2,5k liegen. Also es sieht gerade aktuell für das Team von Tiltegard gar nicht so gut aus. Ihr werdet auch gleich sehen, dass die Gegner einen ganz guten Levelvorteil auch schon rausgespielt haben. Und jetzt ist der nächste Verteidigungsturm gefallen. Also auch hier jetzt eine starke Bewegung nach oben. Das Gegnerteam setzt an den viralen Punkten an. Einmal ganz unten, kurz unten genommen. Jetzt Pressure auf die Midlane. Ihr seht jetzt gerade, Slims pusht gerade die Lane hier durch. Also das macht er schon sehr, sehr gut. Jetzt hat aber hier Syl die Möglichkeit, nochmal ganz kurz zu clearen, sodass nicht zu viel Schaden auf den Turm geht. Er muss aber hier super aufpassen und hat jetzt hier von Slims auch direkt eine eingeschenkt bekommen. Also hier. Ja, ich würde sagen, ein bisschen zu viel gewollt. Er wollte hier den Turm aus meiner Sicht clearen und den Schaden abwenden. Aber naja, es ist halt so ein bisschen ein schmaler Grat. Ne? Was ist wichtiger, dein eigenes Leben oder der Turm? Wer ist jetzt der Jungler, würde ich sagen, das ist wirklich eine schwierige Geschichte, die gerade hier passiert ist. Du willst als Jungler ja nicht in diesen kurzen Cooldown kommen, weil das einfach bedeutet, dass du währenddessen kein Farm bekommst. Es geht allen anderen Teammates auch so, aber als Jungler hast du halt einfach nochmal eine andere Rolle, weil du bist mit dem Support zusammen mehr oder weniger auch derjenige, der dafür sorgt, dass es Überzahlsituationen gibt. Jetzt sieht man hier, der Jungler ist zwei Level schon drüber und das hat er gut gemacht. Also das war eine sehr gute Nutzung von der S2, die hier geprockt ist, nachdem einmal ganz kurz ein kurzer Combo-Ansatz da war und das gegnerische Team macht halt einfach weiter. Ne? Wir sind mittlerweile bei 23,2k gegen 17,7k. Also der Goldvorteil ist jetzt immens in ganz kurzer Zeit hochgeschnellt und wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des kompletten Spiels schon hinter uns. Also da muss man schon sagen, da haben sie wirklich sehr stark auch die Teamfights gesucht, aber sich immer wieder auch mal in so 2 versus 1, 3 versus 1 Situationen abfarmen lassen, auch mal in einem 1-1 nicht gut gespielt und das schlägt sich jetzt natürlich durch, 25,3 zu 18,6k, das ist natürlich nice, dass man das jetzt hier so die ganze Zeit sieht und nicht immer nur durchs Eintabben dann drin hat, also die Gegner sind hier wirklich sehr stark auf dem Vormarsch. Wenn ihr mal guckt, hier oben auf der Leiste 2 Abyssal Dragons gelegt, 0 Dark Slayer, aber dafür 6 Türme jetzt schon. Und auf der gegnerischen, also auf unserer Seite von dem Team, das wir ja quasi gerade gut finden wollen, haben wir aktuell 0 Türme. Also sie haben es nicht geschafft, einen einzigen Turm bis jetzt zu clearen. Haben sich auch hier in viele Teamfights reinbaiten lassen, die sie nicht gewonnen haben. Wobei jetzt so ein bisschen ein Aufwind mal stattfindet, weil jetzt der erste Kill dann auch gekommen ist. Unser Midlaner hat jetzt auch mehr Gold als beispielsweise der Jungler, was schon kein so richtig gutes Zeichen ist. Der Jungler des Gegners hat auch 0,7k mehr als der Jungler aus unserem Team hier mit Quillen. Aber ist natürlich auch immer so ein bisschen so eine Sache, ne? Da sind natürlich auch Kills, die mit reinspielen. Und da hat das gegnerische Team natürlich mehr. Also heißt erstmal nichts, es ist nur ein Trend. Und diesen Trend muss man natürlich beachten, weil der schnell dazu führen kann, dass man dann komplett ins Hintertreffen kommt. Und jetzt ist immerhin durch Wisp der erste Turm hier im Gegnerteam gefallen. Also wir haben jetzt plötzlich nur noch eine Differenz von 5 Türmen. Aber das ist natürlich schon erstmal eine krasse Ansage nach 10 Minuten, dass das gegnerische Team so in Führung ist. Jetzt sind sie schon wieder am Abyssal Dragon dran. Auch den haben sie geklärt bekommen. Kriegen jetzt natürlich nochmal einen Damage Boost. Mittlerweile sind dann die Tiere auch mal größer geworden. Und jetzt gibt es hier erstmal einen Fight: Lorian versus Quillen. Lorian haut hier alles raus, was irgendwie geht. Quillen zieht jetzt hier einmal ganz kurz die Combo. Hat da aber erstmal ganz kurz das Pech gehabt, dass Lorian noch eine Orb hatte, die er zünden konnte. Aber dazu ist Syl dann ja auch da. Habe ich gerade Quillen gesagt? Da, so ist Syl da. Syl hat halt schon eine gute Mobility, dadurch, dass die S2 resettet, wenn eine bestimmte Anzahl von Spells durchgegangen ist. Leider nicht mehr so cool wie früher, wo die Ult einfach auch noch für einen Reset gesorgt hat. Und jetzt hier quasi fast schon ein schönes Payback, so wie vorher, wo dann der Slims gegen Syl einmal ganz kurz
die Offensive wagt und Sill hier auszieht, haben wir jetzt hier einmal die Revanche bekommen. Jetzt ist Sill hier einmal, Slims einmal gestorben und es gleicht sich alles schon so ein bisschen an. 2k Goldvorsprung jetzt nur noch 11 zu 7 Kills, aber die Turmdifferenz und die Differenz an großen Monstern ist natürlich enorm. Und wir haben noch 3 Minuten auf der Uhr, dann muss das Ding gewonnen sein. 4-3-1 hat es gerade der Score unseres Helden hier. Und jetzt nehmen sie hier einmal ganz kurz den Abyssal Dragon, den Darkslayer ins Visier. Und relativ uncontested, das hat mich total gewundert. Das Gegnerteam war so fokussiert auf die Teamfights und hat sich bislang von einer sehr starken Seite gezeigt, wenn es auch darum ging, Teamfights anzustoßen, auch sich die Picks rauszuziehen und dementsprechend auch durchzugehen. Jetzt kommt Wist noch mit rein. Wir haben Annette, die gerade versucht, noch so ein bisschen das Ganze auszumerzen. Jetzt hier Wisp mit einem nicht so ganz guten Stellungsspiel. Er kommt aber hier jetzt dran und holt sich den Slims erstmal raus. Also ein wichtiger Damage-Dealer ist gefallen. Jetzt fällt auch noch Quicknack. Und jetzt haben wir plötzlich eine Situation. DG kann jetzt hinten nochmal die Minions abgraben, um hier den Vorschuss auf den Turm zu besänftigen. Aber ansonsten kommt jetzt hier der volle Schaden auf den Turm durch. Unser Sill versucht jetzt hier gerade nochmal alles wegzuhalten, was irgendwie geht. So wirkt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das die Intention war, aber so habe ich auf jeden Fall das Ganze im Kopf gehabt. Und das war jetzt natürlich super smooth und sauber rausgespielt. Kriegt einen Double Kill oder selbst zu sterben. Also das muss man natürlich in so einer Situation, wenn das Spielergebnis so steht, auch erstmal machen. Und jetzt plötzlich komplette Trendwende. 3 Türme, 1 Darkslayer gegen 3 Abyssal Dragons und 6 Türme. Und plötzlich haben wir einen Gold Lead hier in dem Team. 11 zu 13 steht es jetzt auch auf einmal und das Team von Sill ist jetzt hier dabei, einmal komplett reinzulaufen und sich hier jetzt aktuell den letzten Turm zu cashen. Was da passiert ist, weiß ich nicht, warum Wisp da jetzt einmal den Löffel abgegeben hat. Das sah sehr unnötig aus, so wirkt es auf jeden Fall für mich als jetzt stillen Beobachter, dass sie sich da hat abfarmen lassen, obwohl da noch ein Abyssal Dragon stand, ein Darkslayer stand, fuck it. Wirkt irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, als wäre sie so, ja, ist mir egal, ich bin ja eh, wir holen es jetzt eh noch nach Hause. Aber jetzt sieht man hier endlich auch mal den krassen Vorteil, den jetzt hier auch einige Kills haben. 5 Gold oder ja, 6k Gold auf Lorien gegen 9 Gold hier, 9k Gold auf dem Sild. Das ist natürlich eine Ansage und da machen die Gegner jetzt einfach Fehler. Die lassen sich jetzt hier komplett aus dem Konzept bringen. Das hat irgendwie schon so, dieser eine Push mit Darkslayer-Beteiligung hat schon dazu geführt, die sind jetzt hier komplett aufgeraucht. Ja, jetzt geht nicht mehr viel. Und jetzt hier nochmal kurz reingegangen, sich hier auch nochmal mit einem weiteren S2er irgendwie angefahren. Er sieht aber jetzt hier auch folgerichtig, dass Chi da oben reingeht. Das heißt, jetzt muss hier ein Dev erfolgen. Da ist aber auch Irie mit am Start. Chi hat schon gar keinen Bock mehr, lässt sich hier einfach mal direkt komplett abfarmen. Legendenstatus erreicht und jetzt ist es im Endeffekt nur noch eine Frage der Zeit. Das Gegnerteam ist komplett down. Riesensoldaten sind im Einsatz und da haben sie es auch an der Stelle trotz einer Quickneck-Bomb einfach geholt. Und blöd jetzt, dass das Spiel vorbei ist, falls ihr mir mal ein Replay einschickt, lasst da gerne noch irgendwie so ein paar Sequenzen offen, weil ich rede jetzt in ein schwarzes Feld hinein. Aber es ist halt einfach krass, wie bei Arena of Valor Spiele am Ende entschieden werden. Eine Szene hat dazu geführt, dass das komplette Kartenhaus, was sich das gegnerische Team aufgebaut hat, mit 3 Abyssal Dragons und jede Menge Tauen in sich zusammengefallen ist. Danach war die Konzentration, so wie es aussah, komplett raus. Der Fokus war komplett defokussiert und Sills Team konnte die Gegner hier dann Stück für Stück auseinandernehmen. Das haben sie sauber runtergespielt, deshalb ist es hier ein Win geworden. Ich finde es ein cooles Video, einfach mal zu zeigen, wie sich auch solche Teamfights dann im Endeffekt auch auswirken auf so eine Gesamtkonstruktion. Falls ihr euch immer so denkt, so, ja, warum funktioniert mein Games nicht? Dann schaut mal auf die Map, wo ihr seid und wo euer Team gerade fightet. Das hat schon sehr viel Aussagekraft darüber, was auch euer Wert fürs Spiel so ist. Bringt euch nichts, wenn ihr das Spiel alleine spielt. Ihr müsst immer als Teamgame verstehen. Und manche Leute sagen dann so, ja, der lost ja immer auf der Lane. Dann geht doch hin und helft. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, als dann eine Lane komplett zu sacken, nur weil man sich irgendwie zu stolz ist, jemandem zu helfen, der das Spiel vielleicht noch nicht so gut kann oder vielleicht auch einen schlechten Tag hat. Und von daher, ich finde es ein sehr schönes Musterbeispiel dafür, wie schön Arena of Valor sein kann. Wenn man einfach nur dranbleibt, kann man Spiele auch gewinnen.
Und von daher bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, dann lasst doch gerne auch ein Abo da und lasst ein Like auch da für diesen Spieler hier. Joa freut sich bestimmt drüber. Und von daher sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend, wenn ihr bis hier dabei seid, auch dabei geblieben seid. Und macht's gut. Ciao, ciao.